Alles blau. Blaue Welt. Michelangelo. È molto difficile parlare di quello che sarà l'avvenire del cinema. Probabilmente col grande schermo portato nelle case e il nastro magnetico ad alta definizione avremo il cinema in casa, non avremo neanche più bisogno delle sale cinematografiche. Tutte le strutture oggi esistenti dovranno cadere e non sarà facile, né sarà una cosa breve. Però probabilmente tutta questa trasformazione, questi mutamenti avverranno e noi non potremo farci niente, ci resterà soltanto una cosa da fare, di quella di adattarsi. Das war vor einem Vierteljahrhundert. Und es macht mich ein bisschen wehmütig, Michelangelo da sprechen, zu sehen und zu hören. Knapp zwei Jahre, nachdem wir diesen Film Zimmer 666 gemacht haben, hatte Michelangelo einen Schlaganfall und konnte nicht mehr sprechen. Hat dann noch zwei Filme gemacht, trotz seines Handicaps. Bei einem habe ich ihm helfen dürfen. Jenseits der Wolken hieß der Film. Michelangelo ist vor einem Jahr gestorben. Das Kino zwingt einen manchmal sehr ernst zu sein, weil es überlebt uns alle. Hier, der Film hat Michelangelo überlebt und der hier wird mich überleben. Das ist eines der merkwürdigen, mysteriösen Zwänge und Kräfte des Kinos, dass es uns alle überlebt. Es geht deswegen manchmal sozusagen vor der Kamera um Leben und Tod. Also, Grund genug, ernst zu sein, aber gleichzeitig mich nicht zu ernst zu nehmen. Als Michelangelo uns das alles erzählt hat, gab es noch ein Nagra. Ton wurde noch auf Bändern aufgezeichnet. Und hier vor ihm stand eine 16mm Kamera. Da war eine 120 Meter Rolle drin. Die lief so knapp 12 Minuten. Das war das Längste, was Michelangelo hätte reden können. Er hat die Zeit voll genutzt. Er wusste, wie lange eine Filmrolle geht und hat die Rolle dann kurz bevor sie ausgelaufen ist, selber abgestellt. Heute rede ich vor einer digitalen Kamera. Ich kann sie zwar abstellen, was ich aber jetzt nicht tue, aber sie läuft leider viel länger als 12 Minuten. Ich kann deswegen leider soll, muss, will vielleicht auch länger reden. Obwohl, die ganze Kassette kriege ich, glaube ich, nicht voll. Wir werden sehen. Als Michelangelo zusammen mit vielen anderen Regisseuren in diesem Zimmer 666 im Hotel Martinez in Cannes 1982 meine Frage nach der Zukunft des Kinos beantwortet hat, war das in einer Zeit, in der wir alle eigentlich pessimistisch waren. Es sah nicht gut aus um die Zukunft des Kinos. Es hatte
eigentlich niemand mehr einen Pfifferling um die Zukunft des Kinos gegeben. Video war das große Schlagwort. Video hielt gerade seinen Einzug. VHS-Kassetten gab es zum ersten Mal. Also man konnte sich zum ersten Mal Filme zu Hause angucken, nicht mehr nur im Kino. Man konnte zum ersten Mal auch tragbare Videorekorder einsetzen. Es war alles sehr neu und schien die Zukunft des Filmes sehr zu gefährden. Es war auch eine Zeit, in der die Ästhetik, die Fernsehästhetik, die Bildsprache des Fernsehens, die Bildsprache zum Beispiel auch von Videoclips und von MTV, sehr auf das Kino eingewirkt haben und das Kino verändert haben. Und deswegen habe ich diesen Film gemacht damals, Room 666, aus der Sorge um die Zukunft des Kinos heraus. Einer der wenigen, der diese Zukunft ernst genommen hat, sie auch in weiten Zügen richtig vorhergesehen hat, war Michelangelo. Er hat gesehen, dass das Kino von etwas Neuem ersetzt werden würde. Er nannte das damals, er konnte das noch nicht besser wissen, hochauflösende Magnetaufzeichnung. Das Wort digital war in unseren Wörterbüchern noch nicht drin. Es wusste noch niemand, was das ist. Im Grunde hat er recht gehabt. Das ist jetzt eine hochauflösende Kamera mit einer besseren Bildauflösung als damals meine 16mm Arri-Kamera. Das Kino findet heute auf einem neuen Transport statt, auf digitalem Transport. Und in der Tat hat sich die ganze Landschaft und haben wir uns, wir Menschen, geändert in diesem Vierteljahrhundert. Seit diesem Zimmer, dieser Folterkammer im Hotel Martinez. Jetzt sitze ich selbst hier und soll was sagen zur Zukunft des Kinos. Es ist erstaunlich eigentlich, wenn ich mir überlege, wie dunkel unsere Vorhersage war oder wie pessimistisch unsere Vorhersage war zu dieser Zeit 1982. Es ist eigentlich erstaunlich, wie gut sich das Kino gehalten hat. Es hat nicht nur unsere höchsten Erwartungen übertroffen in der Folgezeit, in den 90er Jahren und jetzt ins 21. Jahrhundert. Es hat sich eigentlich selbst an den Haaren aus dem Sumpf herausgezogen, in dem es damals gesteckt hat. Das Kino ist heute lebendiger denn je zuvor. Le cinéma est-il un langage en train de se perdre, un art qui va mourir? Mais c'est... Da ist eben das Leben nicht. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. I'm one of the last of the optimists about the history and the future of the motion picture industry in Hollywood. Deswegen habe ich heute um die Zukunft des Kinos überhaupt keine Angst. Im Gegenteil. Ich beneide eigentlich die jungen Leute, die heute anfangen können, Filme zu machen. Um ihre Freiheit, um die unentdeckten Möglichkeiten, die in dieser Technologie noch drinstecken. Ich glaube, wir haben erstmal nur angekratzt, was man mit digitalen Bildern alles machen kann. Sowohl in Hinsicht auf Manipulation, dieses Bild da, was gerade von mir aufgezeichnet wird, kann man am Computer in jeder Hinsicht manipulieren. Sie können mich rausmalen, Sie können mir ein anderes Gesicht geben, Sie können mich dicker machen und dünner machen, Sie können machen damit, was Sie wollen. Aber Sie können es auch so lassen und Sie können es auch ohne zu manipulieren als ein Medium betrachten, was durchaus wahrheitsfähig ist. Es ist nicht so, dass digital auf jeden Fall heißt Lügen manipulieren. Digital ist auch die Möglichkeit, ganz wahrheitsgetreu in eine Situation hineinzugehen und tatsächlich das Leben aufzunehmen, wie es ist. Dazu ist das Kino erfunden worden, als unser Spiegel. Der digitale Spiegel ist genauso gültig wie der Filmspiegel. Auch wenn man weiß, dass damit noch mehr gelogen werden kann als mit dem Kino selbst.
gelogen wird sowieso. Ich meine, hier draußen sieht es aus, als ob die ganze Welt blau wäre. Tiefer Winter. Wenn ich jetzt mal kurz aufmache, hier sieht man vielleicht, was für ein wirkliches Licht da draußen ist. Es ist warm. Und nicht nur Kameras lügen, auch Fenster lügen. Jetzt habe ich schon so viel gequatscht. Ich muss erstmal kurz ein Glas Wasser trinken. Michelangelo hat es gut. Der wäre jetzt schon längst fertig mit der 16mm Kamera. Ich habe noch eine halbe Stunde, wenn ich will. Aber ich bin nicht sicher, dass ich noch viel dazufügen kann. Natürlich hat sich auch viel in der Ästhetik geändert. Diese Kameras legen es geradezu nahe, dass man sie in die Hand nimmt. Die steht jetzt ganz fest, da bin ich auch ganz beruhigt. Ich fühle mich jetzt auch recht frei, mich zu bewegen. Ich könnte auch ein bisschen so weiter erzählen. Diese Kameras legen es eigentlich nahe, dass man sie in die Hand nimmt. Dass man reingeht in die Aktion. Dass man nah rangeht. Ich weiß nicht, ob ihr hier auf Autofokus gestellt habt. Also ich könnte natürlich auch ganz nah rangehen, aber wahrscheinlich ist es dann zu dunkel. Jedenfalls gibt es eine riesige Freiheit in dieser Technik. Eine Freiheit, von der wir damals, 1982, Room 666 nur geträumt haben. Auch dass das Kino diese Freiheit sich wieder erobern würde, das haben wir damals nicht erwartet. Eigentlich toll. Eigentlich ein Grund, sich auf die Zukunft des Kinos zu freuen. Das tue ich dann auch. Ich freue mich auf all die Filme, die mir zeigen, dass es komplett neu erfunden werden kann. Es kann auch nach wie vor wieder erfunden werden. Damals haben wir gedacht, Video, das Fernsehen würde die Sprache des Kinos zerstören. Das Gegenteil hat stattgefunden. Es hat sich neue Sprachen erfunden. Es erfindet sich nach wie vor neu, weil die Menschen das brauchen. Die brauchen dieses Medium mehr als alles andere. Wir wissen alle, dass das Wort, das gesprochene und das geschriebene Wort eine Kultur ist, die der Vergangenheit angehört und dass die Zukunft unserer Kultur das Bild ist. Und diese Zukunft hat gerade erst mal begonnen. Dabo, Dankeschön. Thank you.